Weißt du, auf Social Media vergleichen sich Menschen mehr denn je mit anderen. Wie fühlst du dich, wenn du siehst, wie jemand Reisefotos, exotische Strände oder teure Rooftop-Dinner auf Instagram postet? Es scheint plötzlich, dass jeder reich ist, außer du. Nun, Kopf hoch. Reiche Leute vergleichen sich nicht mit dem, was sie im Internet sehen. Sie konzentrieren sich auf das, was sie tun, anstatt andere zu beobachten. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen, weil du nicht an diesen schicken Orten bist. Mach dich stolz, indem du von der Couch aufstehst und einfach etwas tust. To-Do-Listen mögen wie ein Klischee klingen, aber anscheinend funktionieren sie. Also zumindest werden dir das 81% der reichen Menschen sagen. Die meisten von ihnen machen eine To-Do-Liste vor dem Schlafengehen, damit sie einschlafen können, ohne an all die Dinge zu denken, die sie am nächsten Tag erledigen müssen. Richard Branson, der Gründer der Virgin Group, hat jeden Tag solche Listen. Er schreibt nicht nur Dinge auf Papier, die er erledigen muss, sondern auch Ideen, die ihm zufällig in den Sinn kommen. Es ist also gut, ein separates Stück Papier zu haben, wo du all die kleinen Dinge notieren kannst, die du auf später verschiebst und die du sonst vergessen würdest. Du weißt schon, zum Beispiel jemanden anrufen, der deinen Drucker repariert, der schon seit Monaten kaputt ist. Eine Liste mit Reinigungsmitteln erstellen, die deine Wohnung dringend braucht. Klamotten vom Wäscheservice abholen oder, Moment, wie lange hat diese Fernbedienung schon keine Batterien mehr? Schreib auch alle deine Ziele auf. 95% der erfolgreichen Menschen tun das. Wenn du zumindest einige davon abhackst, wirst du nicht das Gefühl haben, dass sich nichts in deinem Leben ändert. Aber setze sie nicht alle auf einmal auf deine Liste. Wenn du zu viele größere Ziele und Aufgaben auf einmal siehst, kann das leicht zu viel werden. Und du denkst dann wahrscheinlich, dass du nie genug Zeit haben wirst, um das alles zu schaffen. Und das bedeutet meistens Bye-bye-Motivation. Ich werde keine einzige Sache von dieser Liste machen. Elon Musk hat eine Idee, um das zu vermeiden. Er nutzt 5-Minuten-Blöcke, um seinen Arbeitstag zu strukturieren. Sie helfen ihm nicht nur, seine Aufgaben zu verfolgen, sondern es scheint auch einfacher zu sein, seine Ziele nach und nach zu erreichen. Prost auf diese Idee, Mr. Musk! Oh, kann ich in einem deiner Raumschiffe mitfliegen? Hey, fragen kann man ja mal. Heutzutage kann sich jeder Designertaschen, teure Kleidung und das neueste iPhone leisten. Die Leute, die damit angeben wollen, kaufen diese Sachen auf Kredit. Reiche geben nicht mit Luxusmarken an. Ingvar Kamprad, der Gründer von IKEA und einer der reichsten Menschen der Welt, kaufte früher seine gesamte Kleidung auf Flohmärkten. Er nahm immer die Economy-Flüge, stieg in Budget-Hotels ab und ließ sich sogar in Entwicklungsländern die Haare schneiden, um bei solchen Kleinigkeiten Geld zu sparen. Anstatt in materielle Dinge zu investieren, geben reiche Menschen ihr Geld für sinnvolle Erfahrungen aus. Als Ed Sheeran eine Pause von seiner Tour machte, ging er für ein paar Monate auf Reisen. Es war nicht nur eine tolle Möglichkeit, sich von den Konzerten zu erholen, sondern es half ihm auch, Inspiration für neue Musik zu bekommen. Es gibt kostenlose Möglichkeiten, mit dem Arbeitsstress umzugehen und ein paar coole Erinnerungen zu sammeln, so wie Hailey Deiber es tut. Hailey sagt, dass es ihr hilft, eine positive Einstellung zum Leben zu haben und von stressigen Gedanken wegzukommen, wenn sie einfach Leute anlächelt und aus dem Nichts ein Gespräch beginnt. Mit einer Dame im Supermarkt, einer Person im Aufzug oder mit dem Uber-Fahrer zu plaudern, ist definitiv lustig und hilft ihr, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wohlhabende Menschen schaffen meist etwas, das ihnen passives Einkommen bringt. Das bedeutet, dass sie nicht nach Stunden bezahlt werden und sie verdienen ihren Gehaltscheck nicht nur während der Arbeit. Ihr Geld kann fließen, während sie vor dem Fernseher chillen, Zeit mit Familie und Freunden verbringen, mit ihrem Hund spielen und auch wenn sie schlafen. Eigentlich verbringen reiche Leute gar nicht so viel Zeit mit Chillen vor dem Fernseher. Passives Einkommen, auch bekannt als Tantiemen, bekommst du, wenn du ein Wie werde ich reich E-Book schreibst und jeden Monat etwas Geld von den Amazon-Verkäufen bekommst. Das bekommst du auch, wenn du einen Hitsong verkaufst. Als wärst du, sagen wir, Ariana Grande. Du kannst auch dein Haus, deine Wohnung oder sogar dein Auto vermieten oder du fängst an, deinen Reiseblog zu monetarisieren. Es sind all diese Dinge, mit denen du weiter Geld verdienst, nachdem du die Arbeit beendet hast. Okay, du brauchst am Anfang eine gute Idee und musst etwas Fleiß in dein Projekt stecken, aber später bekommst du dein Geld immer wieder durch die bereits geleistete Arbeit. 6.58 Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr 7. So sehen meine Wecker morgens aus und von der Schlummertaste rede ich erst gar nicht.
Reiche Leute tun das nicht. Viele von ihnen stehen 3 Stunden vor der Arbeit auf, damit sie ein paar produktive Dinge tun können, bevor der Rest aufsteht. Sie treiben zum Beispiel Sport, meditieren, genießen Zitronenwasser und Kaffee, schreiben ihre Ziele auf. Es ist einfacher, diszipliniert zu bleiben, wenn du den Morgen frisch startest, als wenn du versuchst, später noch den Tag zu retten. Dazu darfst du natürlich nicht die Schlummertaste drücken. Die Reichen machen auch ihr Bett. Charles Duhigg ist der Autor des Bestsellers Die Macht der Gewohnheit. Und er sagt, wenn du morgens dein Bett machst, versetzt du deinen Geist in den produktiven Modus. Wenn du das erledigen konntest, dann schaffst du auch die nächste kleine Aufgabe und noch eine. Und nach hast du über den Tag verteilt viele kleinere und größere Dinge geschafft. Die meisten Menschen wollen nur entspannen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Sie greifen zu den einfachsten Optionen, Handy oder Fernseher. Manchmal braucht unser Gehirn diesen sinnlosen Zeitvertreib. Aber seien wir ehrlich, sie bringen nichts Gutes für unser Leben. Millionäre wissen das und mehr als 60% von ihnen schauen 1 Stunde oder weniger pro Tag fern. 78% der armen Menschen schauen Reality-Shows, während das nur 6% der Reichen tun. Reiche Menschen lesen stattdessen und das meistens nicht nur zum Spaß. Sie hören auch Hörbücher, während sie einen Spaziergang machen oder auf dem Weg zur Arbeit sind. Schalte nicht irgendeinen Radiosender ein und höre die endlosen Morgennachrichten. Hör etwas Lehrreiches oder Inspirierendes. Podcasts, Bücher, TED-Talks, Sonnenseite? Hey, du kannst hier viel lernen. Eine gute Ausbildung endet nicht mit dem Schul- oder Uni-Abschluss, auch wenn das viele Absolventen denken. Reiche Leute wollen immer etwas Neues lernen und bilden sich in Selbstverbesserung und Arbeit weiter. Es gibt viele Online-Kurse, Bücher und Webseiten, wo du etwas Neues finden kannst. Lernen ist eine lebenslange Sache. Die Reichen haben auch ihre Art, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Warren Buffett liest 80% seines Tages Bücher. Er behauptet, dass ihm das hilft, klar zu denken. Viele seiner finanziellen Entscheidungen wurden von Büchern inspiriert, die er gelesen hatte. Jonathan Franzen ist ein New Yorker Bestseller-Autor und er eliminiert alle äußeren Ablenkungen, bevor er mit seiner Arbeit beginnt. Er geht in ein schalldichtes Studio, schaltet das Licht aus und schließt die Jalousien an den Fenstern. Kein Fernsehen, Junkfood, Handy oder andere Dinge, zu denen Menschen gerne greifen, wenn sie keine Lust zum Arbeiten haben. Er setzt sogar Scheuklappen auf, auch wenn es fast unmöglich ist, so zu schreiben. Wohlhabende Menschen haben genug Geld, um die leckersten Köstlichkeiten aus aller Welt zu essen, aber sie wählen ein einfaches Gericht. Richard Branson sagt, dass er gerne Obstsalat und Müsli zum Frühstück isst. Jack Dorsey, der CEO von Twitter, isst nur eine Mahlzeit pro Tag. Er nimmt auch Eisbäder und macht täglich ein 7-minütiges Training, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, du brauchst einen gesunden Körper und eine gute Kondition, um durch den Tag zu kommen. Es ist also eine gute Idee, körperliche Aktivitäten auf deine Liste "Damit werde ich Millionär" zu schreiben. Was arme Menschen oft nicht wissen, ist, wann sie aufhören sollten zu arbeiten. Millionäre wissen, dass alle Fähigkeiten nichts nützen, wenn der Körper erschöpft oder überlastet ist. Die meisten reichen Menschen essen ihr Mittagessen nicht so schnell wie möglich vor dem Computer. Sie nehmen sich Zeit, genießen eine Pause und machen den Kopf frei für neue Herausforderungen. Auch ein großes Nein zu die Arbeit mit nach Hause nehmen. Wohlhabende Menschen geben niemals auf. Steve Jobs war selbst in den schwierigsten Zeiten hartnäckig. Als Apple den Starttermin für das erste iPhone festlegte, meinte jeder, dass Jobs seinen Mitarbeitern eine fast unmögliche Aufgabe gestellt habe. Im Jahr 2005 sollten sie das iPhone und seine Gadgets zum Laufen bringen, was gar nicht so einfach war. Aber er gab seine Ideen nie auf, wodurch sein Unternehmen schließlich eine führende Rolle in der digitalen Revolution bekam.